Hallo, herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei Gesund und Fit in Alenia. Ich bin der Peter. Im heutigen Video geht es um mein tägliches Ritual, meine Silent Subliminals, die ich mir tagtäglich anhöre. Habe ich jetzt Stück für Stück einfach weiterhin mich ein bisschen verändert und höre mir jetzt hauptsächlich nur noch die Subliminals mit Affirmationen an. Was ist da der Unterschied? Es gibt ja Silent Subliminals mit Affirmationen, also mit dem I. Da ist es einfach so, da sind die Botschaften zum Beispiel, ich bin glücklich, ich bin erfolgreich. Und bei den Silent Subliminals mit den Affirmationen, also mit O geschrieben, sind die ganzen Programmierungen, die da gesprochen werden, die Texte, die gesprochen werden, in einer Warum-Frage werden die dir gestellt oder übermittelt. Warum ist es für mich einfach noch viel interessanter, viel effektiver? Hat einfach damit zu tun, durch die Fragestellung der Botschaften wird unser Gehirn einfach automatisch auf die Suche nach der passenden Antwort geschickt. Das läuft komplett unwillkürlich, unterbewusst in deinem Kopf ab. Und ich habe für mich einfach festgestellt, das ist viel ansprechender für mich, viel effektiver und es verändert mich gerade auch wieder dementsprechend einfach wieder ein Stück nach vorne. Es bringt mich einfach wieder ein Stück weiter an mein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und ja, ich finde es einfach genial. Ich höre mir die jetzt seit guten 3 Wochen, 3 bis 4 Wochen Stück für Stück tagtäglich so meine Favorites einfach runter. Die laufen dann immer auch wieder so ein bisschen im Repeat-Modus. Das sind dann immer so 4, 5 Stück, die ich mir da ausgesucht, zusammengestellt habe, die ich dann tagtäglich höre. Und ja, es verändert mich einfach dermaßen. Wegen dem, ich lasse es gerade auch nebenbei wieder laufen und habe gedacht, ich muss da einfach mal ein bisschen was drüber erzählen. Ja, für euch einfach mal so ein kleines Ding, wenn ihr euch ein bisschen mit der ganzen Thematik beschäftigen wollt, Silent Subliminals, die ganzen Botschaften, probiert das einfach für euch mal aus. Probiert mal ein paar mit Affirmationen, also mit dem I mit drin, und dann probiert einfach mal ein paar aus mit Affirmationen, mit dem O geschrieben. Ob ihr da auch genauso wie ich den Unterschied feststellt. Wie gesagt, für mich einfach viel, viel spannender, viel effektiver, viel, ja, nützlicher für mich. Und ich spüre jetzt gerade die ganzen Ergebnisse, die jetzt gerade wieder kommen nach dem Zeitraum. Das sollte man einfach 30 Tage ununterbrochen am Stück sich tagtäglich reinziehen. Das habe ich jetzt die letzten Tage gemacht. Und ich spüre definitiv die Veränderung. Es passieren gerade so viele Dinge in meinem Leben, wo ich einfach so zurückreflektiere, wo ich sage, das hat alles mit der ganzen Geschichte zu tun. Und ja, wie gesagt, das sind Sachen, die wirklich positiv sind, die mich positiv stimmen, die mir einfach Lächeln ins Gesicht zaubern, die mich einfach noch glücklicher und noch zufriedener machen, wie ich eh schon bin. Von dem her eine sehr gute Geschichte, das wollte ich heute einfach mal kundtun, weil es jetzt gerade so nebenher läuft, habe ich gesagt, ich mache da jetzt einfach ein kurzes Video drüber. Einfach zum euch mal zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, sich und sein Unterbewusstsein einfach auf positiv und glücklich, zufrieden und erfolgreich umzustellen. Wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, macht es ruhig mal. Ich würde mich dann auf ein passendes Feedback von euch freuen. Dann war es das jetzt für heute mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Abo immer ganz cool, am besten gleich Glocke mit dazu drücken. Werdet ihr immer unterrichtet, sobald ein neues Video auf diesem Kanal wieder am Start ist. Fragen, Anregungen, Feedback dazu, haut es einfach unten rein in die Kommentare. Wenn es passt, werde ich drauf eingehen. Dann war es das jetzt für heute mit diesem Video. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, schönen, erfolgreichen und zufriedenen Tag. Ein schönes Wochenende euch, falls man sich nicht mehr sieht. Bis dahin, ciao, ciao, peace.